Hi, ich bin Markus Mittel, bin 25 Jahre alt, spiele im rechten Mittelfeld bei TuS Germania Hagen und ich freue mich, euch meine Avisa Traumelf präsentieren zu dürfen. Meine Avisa Traumelf wird präsentiert von dem Familienunternehmen Binder aus Hameln. Binder produziert die besten Gegenstromanlagen der Welt. Bleibt bis zum Ende dran, denn da kommen die Outtakes. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit meiner Traumelf. Meine Formation ist das 3-5-2. Im Tor habe ich mich für Alex Deppe entschieden, Torwart von der Spielvereinigung Bad Pyrmont. Kenne ich schon über 20 Jahre, ein Top-Torhüter, auf der Linie stark, aber auch sehr gut im fußballerischen Bereich, kann gut mitspielen und völlig zu Recht mein Torwart in meiner Traumelf. Der rechte Innenverteidiger ist Niklas Groß. Niklas ist einfach ein Tier, ein Panzer hinten drin, hat ein gutes Zweikampfverhalten, läuft durch Gegner auch mal durch, ohne Rücksicht auf Verluste. So einen braucht man hinten einfach, deswegen auf meiner rechten Innenverteidigerposition. Daneben spielt Maxi Deppe, der Bruder von Alex. Kenne ich auch schon seit über 20 Jahren, hat mir quasi das Fußballspielen beigebracht, damals bei denen im Garten. Ist ein unglaublich smarter Spieler, ist nicht der Schnellste, ist nicht der Laufstärkste, aber macht halt viel mit seinem Positionsspiel wett und hat dazu ein sehr gutes Aufbauspiel und einfach eine sehr ruhige Spielweise. Auf der linken Innenverteidigerposition Gerrit Pape, ähnlich wie Niklas Groß, unglaublich zweikampfstark, unglaublich präsent, auch wie ein Wahnsinniger hinten drinne, köpft alles weg, grätscht alles weg. Und so einen braucht man einfach hinten drin, ist ein echter Leader, eine echte Führungspersönlichkeit und braucht man unbedingt im Team. Ja, das soweit zur Abwehr. Ich denke, das passt ganz gut mit zwei Zweikampfmonstern und einem intelligenten Aufbauspieler. Kommen wir zum Mittelfeld. Hier habe ich mich für mich selber entschieden auf der rechten Seite. Ich bin selbst mein größter Kritiker. Ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen. Ich denke aber, dass ich in der Elf eine gute Position spielen kann, eine gute Rolle spielen kann und möchte unbedingt mal in der Konstellation zusammenspielen. Neben mir Cedric Kulkowski, mein bester Freund, ein ja, unglaublich guter Fußballer, ein starkes Passspiel, starke Diagonalbälle, starke Flugbälle. Wir verstehen uns auf und neben dem Platz brillant. Das Gute ist, wenn er spielt, dann bin ich automatisch auch nochmal einen Tick besser. Deswegen spielt er neben mir. Bei ihm kommt leider dazu, dass er oft ein bisschen verletzungsanfällig ist. Kann man aber leider nicht ändern. Aber wenn er spielt, ja, immer eine Bereicherung. Apropos verletzungsanfällig, Kodo Issa neben ihm auf der 6. Auch ein wahnsinnig guter Spieler, wenn er denn fit ist. Ist sehr zweikampfstark, weiß seinen Körper ja, einzubauen. Den Ball abzuschirmen, technisch unglaublich stark, ein tolles Auge für die Mitspieler, kann gute Gassenpässe machen, ein ja, quasi perfekter Sechser. Auf der linken Seite habe ich mich für Ugo Aydin entschieden. Ich habe mit ihm in der Jugend ein oder zwei Jahre, glaube ich, zusammengespielt, noch in der Niedersachsenliga. Ugo hat einen unglaublichen Willen, jedes Spiel zu gewinnen, jeden Zweikampf zu gewinnen, jedes Dribbling zu gewinnen. Sowas braucht man einfach auf dem Platz und ja, für viele Spieler sicherlich eine Inspiration auf dem Spielfeld. Technisch dazu unglaublich stark, fußballerisch stark, braucht man nicht viel zu sagen. Einfach auch eine Kämpfersau, braucht man unbedingt im Team. Auf der Zehnerposition habe ich mich für Niklas Williams entschieden. Für viele vielleicht überraschend. Ich denke, er ist immer ein bisschen unterschätzt, geht so ein bisschen bei den großen Namen Halvesdorf unter. Für mich aber definitiv einer der Besten dort und hat eine unglaubliche Spielübersicht, ein tolles Passspiel. Eigentlich der perfekte Zehner, ist klein, quirlig, schnell, dribbelstark und deswegen der perfekte Zehner für mich in meiner Traumelf und würde mich freuen, wenn wir irgendwann vielleicht nochmal zusammenspielen. Im rechten Sturm Florian Büchler, braucht man auch nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. 2 Minuten Bundesliga-Erfahrung. Möchte ich ja auch gar nicht zu viel erzählen, sonst kann ich mir wieder was anhören von ihm. Top-Spieler, braucht man nicht drum herum reden, kann alles, weiß alles. spielt ja momentan in der Innenverteidigerposition, aber ich glaube, jeder kennt seine Stärken im Offensivbereich und deswegen spielt er bei mir
vorne im Sturm. Und als linken Stürmer habe ich mich für Chrissy Logis entschieden. Für Chrissy war ich immer fasziniert, als ich ja das erste Jahr im Herrenbereich gespielt habe. Bei der Spielvereinigung Bad Pyrmont hat er sein letztes Jahr bestritten und hat, glaube ich, in der Saison über 30 Tore gemacht. Einfach faszinierend fand ich von Anfang an seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Einfach eiskalt, aus jedem Winkel reingemacht die Tore. Sehr, sehr faszinierend und deswegen auch für mich völlig zu Recht in meiner Traumelf. Kommen wir nun zum Trainer. Hier habe ich mich für Philipp Gaste entschieden. Herr Philipp habe ich recht viel zu verdanken. Er hat mir die Chance gegeben, als ich 18 war, direkt in der Landesliga zu spielen, Fuß zu fassen. Konnte mich relativ gut behaupten und habe dann fast jedes Spiel meiner ersten Saison dort gemacht. Habe unglaublich viel gelernt in diesem einen Jahr bereits. Und hatte dann die Ehre, nochmal auf dem Hagen unter ihm zu trainieren. Und ja, man freut sich einfach bei Philipp auf jede Trainingseinheit. Es ist immer was Neues, es ist immer kreativ. Ein völlig fußballverrückter Typ. Genau das braucht man. Und dazu noch ein wahnsinnig netter Mensch. Ja, das war meine Avisa Traumelf. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes, wenn es denn welche gibt. Ich bin Manja Hagen und bin 25 Jahre alt. Mal andersrum, ne? Bei Tuske Manja Hagen. Einfach weiter jetzt? Ja. Und ich freue mich, Ich freue mich neu. Ganz von vorne anfangen? Ja. Und ich freue mich, euch eure. Meine Traumelf. Ich freue mich, euch meine Avisa Traumelf. Zu dürfen. Ein gutes Zweikampf. Viertelstunde Video. Bester Kollege, Cedric Kulkowski. Bester Freund, guter Mannschaftskollege. Nochmal neu, zweimal Kollege. Eine unglaubliche Motivation auf dem Spielfeld. Ich glaube, ja, das braucht man hier nicht großartig. Nochmal neu. Ich weiß, was sagen muss. Mal aufpassen. Auf der Offensiv-Mittelfeld-Rankenspieler ein. Nochmal neu. Okay. Die noch hinkriege.